Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Forzaton. Nachdem dieses Format 2 Wochen lang ausgefallen ist, weil einfach kein Bock aufzunehmen, geht es heute weiter mit Red Lorry, Yellow Lorry und einem Volvo Iron Knight, der nicht nur da am Bild ist, den ich auch gerade wirklich fahre. Was ein Zufall. Denn heute dreht sich alles um die Fahrzeugklasse Trucks. Und mit Trucks meine ich nicht irgendwelche Möchtegern-SUVs oder Geländewagen. Ich meine wirklich Trucks. LKW-Format. Also richtig fette Teile. Ja, mit Sack und Pack, Besitz und Fahrer einem beliebigen Truck, habe ich logischerweise schon geschafft. War wohl das schwerste von allen. Dann Schwergewicht. Ist aber eigentlich gar nicht. Dafür, was er leistet, ist er gar nicht mal so schwer, muss ich sagen. Häng dich richtig rein und führe 10 Lackschadenfähigkeiten in deinem Truck aus. Na gut, Schaden anzurichten sollte in diesem Auto nicht sonderlich schwer sein. Vor allem nicht, wenn ich fahre. Dann auf die Größe kommt es an. Ah ja, doppeldeutig. Wieder so klein geschrieben. Och Leute, entweder habe ich schlechte Augen oder ist das wirklich klein geschrieben. Also, hupp, hupp. Lass dich von nichts in deinem Weg aufhalten und führe 10 Zerstörungsfähigkeiten in deinem Truck aus. Gut, irgendwo gegenfahren kann ich sehr gut. Nicht das Problem. Und immer aufs Gas, Gas. Zeit für eine Langstrecke. Gewinne eine Straßenrennserienveranstaltung beim Kolossus in deinem Truck. Und wie ich mittlerweile schon gehört habe, also gut, mittlerweile, ich meine, der Forza Online gibt es erst seit 3,5 Stunden oder 4 Stunden. Warte mal, jetzt ist es 19.30 Uhr, ja, so 3,5, 4 Stunden. Aber ich habe gehört, es gibt einen Übersetzungsfehler. Und zwar ist nicht Kolossus gemeint, sondern Goliath. Oder irgendwie einen. Es soll Goliath sein. Gut, dass ich es vorher wusste. Aber erstmal müssen wir oder muss ich Lackschadenfähigkeiten machen. Das heißt eigentlich ganz knapp an Autos gegenfahren. So leicht streifen. So zum Beispiel. Und falls sich einer von euch wundert, der Volvo Serie. Der ist nicht getuned, den habe ich so bekommen. Musste mir den nicht kaufen. Ich habe ihn zum Glück im Wildkampf, glaube ich, gewonnen. Oder irgendwo als Belohnung. Aber der ist Serie. Auf Fragen? Oh, Frage. Der soll es auch ein bisschen einen Lackschaden verursachen. Nicht einen Beinahe-Treffer. Ja, gut, dann natürlich. Die Lenkung ist jetzt bei 200 km/h nicht so erste Sahne. Ja, gut. Na komm, ich muss auch gegenfahren. Okay, der Driver hält mir gerade davon. Ich muss sich gar nicht mal. Ja. Ihr sollt keine Leute umbringen, die mir vorne gegen die Autos gegenfahren. Ihr sollt das Auto nur leicht streifen. Ah, Bus. Mist. Komm dich jetzt aber. Oh, geht doch. Lackschaden. Ich auch. Nee, auch nicht. Es ist schwer, bei diesem Auto nicht nur etwas leicht zu berühren. Leicht, ne? Und das war schon. Das waren 10 Lackschadenfähigkeiten. Sicher, dass es auch 10 sind und nicht irgendwie weniger? Achso, ich habe was anderes geschafft. Ach so, ich wollte schon sagen. Na gut. Wird auch wieder Punkte. Sehr schön. 4 von 10. Ich wollte schon sagen, das waren noch nicht wirklich schon 10 Fähigkeiten. Dieses Ding ist einfach nur krank. Was auch noch im Let's Play irgendwann drankommen wird. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen links und rechts. Das ist voll gemein. Wenn auf beiden Spuren ein Auto ist. Na, Fabian. Komm, den Fokus kriege ich. Das ist eine Beschleunigung, ne? Nein. Oh ja, Kurvenlage bei 240. Wie man sieht, ja, ich lenke, wie gesagt, voll ein. Ich lenke voll nach links. Sondern auch am Lenkeinschlag sieht, aber den Wagen juckt es eher wenig, dass ich lenken will. So, nochmal Lackschaden. Ey! Wo willst du hin? Ach, der Mini sieht schon ein bisschen süß aus, ne? Jetzt aber Schwergewicht abgeschlossen. Jetzt noch 10 Zerstörungsfähigkeiten und dann Goliath und dann ist es
Transporter dann schon vorbei. So, zerstören. Das kann ich am besten. Ich drehe natürlich auch. So. Ach, man kann als Offroad-Auto natürlich. Nicht ganz. Zerstören sollte. Ist eigentlich eine Paradedisziplin, um gegenfahren. Durch vor allem Bäume nur, das wäre, glaube ich, eher ein Frontalcrash, der zum Tode führt. Und keine Zerstörungsfähigkeiten. Wird ein bisschen driften. Naja. Er hat halt auch eher der Heckantrieb. Hat aber erstaunlich viel Grip, finde ich. Wenn dafür, dass halt. Der Motor, den kennen wir ja schon. Den bin ich ja schon, glaube ich, im Unimog gefahren. Ich meine, der Serie bis ich 5000 Newton in der Drehmoment für die Hinterachse. Muss man auch erstmal schaffen. So. Ist auch geschafft. Es geht aber schnell heute. Jetzt nur noch einmal Colossus fahren und dann war es das schon. Goliath, mein Gott. Ich würde sagen, wir fahren zum Goliath-Rennen hin. Ja, die Zeit habe ich heute. Ich habe immer Zeit für euch. So, Goliath ist natürlich wieder am anderen Ende der Welt. Aber da kann ich mal den Wagen so ein bisschen. Bei nächster Gelegenheit. Obwohl, schaffen wir Top Speed? Ey. Wir beschleunigen mal richtig, ne? Also, aus dem Stand. Diesel natürlich. Also 0 bis 100, also bei der Beschleunigung. Ja. Tolle Brücke. Bei der Beschleunigung sehen, glaube ich, auch einige Supersportwagen ziemlich alt aus. Ich bin gerade nicht mal sicher, ob mein GT3 schneller beschleunigt. Von auf 200. Aua. Ja. Und auch danach geht es eigentlich ziemlich gut weiter. Da war das natürlich ein CW-Wert hatte von einem Wohnzimmerschrank. CW-Wert ist natürlich bei dem Auto katastrophal. Das ist einfach so. Bei Luftwiderstand, ja. Muss die Luft gegen? Kann die irgendwo vorbei? Nee. Schrankwand hat man vor sich. Nicht so. Dafür. Ja, auch ein bisschen Leistung der Wagen. Ich kann ja mal kurz die Telemetrie einblenden. Ja, Ladedruck geht natürlich auch so gerade so in Ordnung. Da fast 6000 Newtonmeter. Und über 1700 kW. Und jetzt mal übrigens 10 Gänge. Warum auch nicht? Ist vernünftig, würde ich sagen. Ganz noch lieber vor der Kurve. Weg da. Aber die Kurvenlage bei Top Speed kann man sich denken, nicht ganz so gut. Das ist am Porsche, glaube ich, doch ein bisschen besser. Ein bisschen. Schön, man sitzt hier auch schön hoch. Kann man aber auch gerne mal so Minis oder so übersehen. Oh, doch wieder Mini unter mir. Wenn das, dass der LKW-Tacho auch bis 300 km/h geht, ist auch eigentlich ganz in Ordnung. Das finde ich. Die haben mitgedacht, die Leute bei Volvo, muss ich sagen. Wenn das LKW-Tacho bis 100, 120, das ist ja lame. 300 ist schon besser. Was schafft der Wagen eigentlich jetzt mal so topspeed-mäßig? Also 250 doch schon, ne? 270, 280. Oh. Oh. Scheiße, Mann. Die Karre läuft schon wirklich 300? Mit dieser Aerodynamik. Stell dich mal vor, irgendwie ein Porsche oder so, oder ein Hypercar hat so einen Motor drin, mit der Leistung. Ach du Scheiße. Wenn der jetzt schon drin hat, läuft, mit dieser Schrankwand da vorne. Eieiei. Das Ding ist, glaube ich, schneller als mein Kia Stinger, ne? Und das Ding ja sieht nicht von vorne oder von der Seite so aus. Ist nicht gekühlte 10 Meter hoch. 5 Meter breit.
Okay, der hat gerade nach oben. Die Luft so, hallo, ich bin die Luft. Ja, wo soll ich hin? Ach, keine Ahnung. Fragst du mich das? Oh, nee, ey. Grundlage gar nicht. Ich würde gerne die Reifen beide wissen. Die ist, denke ich mal, auch nicht gerade schmal. Kann ich auch eigentlich gleich mal gucken. Da mache ich mal kurz hier einen Zwischenstopp. Ja, die Zeit haben wir doch easy. Straße braucht auch kein Mensch. So schnell kann mich eh nichts aufhalten. Außer irgendwelche Bäume, Betonpfeiler, Brücken. Das schon. Aber mit diesen kleinen Ausnahmen ist dieser Wagen nicht so einfach zu stoppen. Könnte auch in den 4,5 Tonnen Leergewicht liegen, was ich eigentlich okay finde. Das ist ja nur doppelt so viel wie halt. Wie ein Cayenne oder so, ein Cayenne Turbo. Und der hat mehr als doppelt so viel Leistung wie der Cayenne. Und bei weitem jetzt doppelt so viel Drehmoment. Also das Leistungsgewicht ist generell gar nicht mal so scheiße. Weil bei mir 1000, also über 2000 PS, 4,5 Tonnen, macht also über 500 PS pro Tonne. Das geht doch klar. Und das ist nicht verkehrt. Ich werde den Wagen jetzt nicht tun, ich will mal die Reifen beide gucken. Die ist, glaube ich, also machen wir mal vorne. Mit der 15er ist jetzt ja, ist ja quasi nichts und hinten. Ich meine 495er. Ja, gut. Ich habe auch eine dezente kleine Felge. Hier größer haben wir da hinten. Also 24 Zoll. Und 23. Ja, gut. 23 Zoller auf 495er Reifen. Ja. Könnte beim Reifenwechsel ein bisschen schwer werden. Ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Wenn man die überhaupt per Hand wechseln kann. Ich kenne mich da halt nicht aus. Ich glaube, LKW-Reifen kann man bei der Panne, den kann man wechseln. Ist halt natürlich nicht ganz einfach. Aber es geht per Hand. Oder, glaube ich, alleine. Und ohne, ich sag mal, technische Hilfsmittel ziemlich schwer. Dann können wir den überhaupt richtig ab, den Reifen. In 400 Metern rechts. Weil beim Auto kannst du ja ein Radkreuz nehmen, wenn du eins hast. Wenn du überhaupt ein Ersatzrad hast und nicht hier so ein Tire-Fit-Kit oder sowas. Ich glaube, ein Radkreuz ist da. Kommt nicht so gut, glaube ich. Könnte ein bisschen größer sein, das Radkreuz. Das ist beim Auto. Achso, vorne ist. Danke. Ich weiß es halt nicht. Ich glaube, solche Autos von seinem Rennauto, die kriegt man, glaube ich, per Hand nicht ab. Da brauchst du einen ordentlichen Schlagschrauber für und dann geht das bestimmt auch ab. Ich glaube, auch dann das Gewicht des Reifens. Ich meine, so einfach wechseln. Oh, sorry, einen Gabelstapler für. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich leicht ist. Ah, der Goliath, Trucks, eine Runde, Morgengrauen. Perfekt. So. Der hat 10 Beschleunigung, aber der hat nur 7,1 Topspeed. Ich habe 7,6 Topspeed. Handling, okay. Habe ich ein Problem? Ja gut, der hat auch Allrad, das ist ja unfair. Aber ich habe die besten Bremsen. Alter, A797. Ein scheiß LKW. Das ist schon nicht verkehrt. Und wir müssen natürlich gewinnen. Mal so nebenbei gesagt. Der Wagen ist auch zu groß für das Bild. Habe ich auch noch nicht oft gesehen. Machen wir Experte. Ja. Bin Experte, glaube ich, von der Meisterschaft oder so gefahren. Für Saisonmeisterschaft. Mache ich Experte, mache ich Profi. Mach mal Experte. Sicher ist sicher. Aber ich will sicherlich nicht mit dem Wagen zweimal Goliath fahren. Die Setzung geht natürlich auch klar. Gas geben, Leute. Ach du meine Güte. Oh Gott, das kann lustig werden. Und mein Bremsweg generell, der geht eigentlich. Für 4,5 Tonnen. Generell LKWs. Natürlich denkt man sich ja groß, riesen Fahrzeug. Natürlich auch viel Gewicht. Die haben, aber ich meine, LKWs haben gar nicht mal so einen krassen Bremsweg.
Das ist nicht viel länger als bei einem PKW. Was auch gut so ist. Ich meine, keine Ahnung, so ein PKW wiegt jetzt, ich sag mal, 1,5 Tonnen. Und vorbeladener LKW 40 Tonnen. Stell dich mal vor, der Bremsweg steht im Verhältnis zum Fahrzeuggewicht. Ja, das geht aber gar nicht. Also zum Glück ist das nicht so. LKWs haben gute Bremsen. So, hat sich auch noch geschlossen. Kann jetzt aber auch lustig werden. Boah, Alter. In der Kurve merkt man doch, das ist leider kein Sportwagen. Beschleunigung ist sicherlich sehr sportlich. Vor allem, wenn man so ein Fahrzeug sieht. Das ist, glaube ich, der schnellste Volvo im Spiel. Muss man auch erstmal schaffen. Das schnellste Volvo im Spiel ein LKW ist. Ja. Wenn man sieht, bekomme ich hier jede Kurve direkt im ersten Anlauf. 1A. Oh, Gottes Willen, ey. Wer soll da das denn? Wer hat sich das einfallen lassen? Die Aerodynamik ist... Okay, macht der erste den Abgang. Ich wahrscheinlich gleich auch. Der Experte war doch ganz gut gewählt. Oh Gott. Wie gesagt, ist auf der Straße überholen ziemlich geil mit zwei LKWs. Lieber erstmal ein bisschen vorsichtiger fahren. Jod! So, schön. Ja, Trucks, wir dürfen das. Ui, 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 ui. Halt, stopp. Warum tue ich das ja eigentlich? Das müssen wir eigentlich auch in jedem wieder fragen. Warum tue ich das eigentlich? Weil das, was ich mache, ist kompletter Blödsinn. Ich mache nur Quatsch. Vielleicht mache ich es gerade deswegen. Weil ich nur Blödsinn mache. Also fast nur Blödsinn. Wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt, dann geht's sogar. Aber für den Kurven muss ich halt wirklich extremst abbremsen. Ja, nicht überholen, gibt's nicht. Warte mal kurz. Flamme, ja, läuft noch. Aber wird auch länger, als ich dachte. Jetzt würde die Folge doch eine normale Länge erreichen. Ja, je nachdem, wie lange die Runde hier dauert. Ich glaube, ich auch nicht zurückspulen muss. Das hat sich schon gebessert, ne? Die letzten Kurven hatte ich gar nicht. Ich glaube, ich die nicht mega geil gefahren. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, zurückzuspulen, weil ich die Kurve... Weil die Kurve ist so rechts und ich so, ciao, Kurve. Einfach geradeaus weiterfahren. Habe ich jetzt zum Glück nicht gemacht. Ja, die passenden Störungsfähigkeiten wirken den Wagen auch eher wenig. Würde ich so auch vorschlagen, dass ich vielleicht mal noch ein paar Vorzeitpunkte ausgebe. Also Vorzeitraum Shop. Okay, der vorhin, glaube ich, 305 Punkte waren das. Dann jetzt die zwei täglichen Challenges, die ich absolviert habe. Und halt den wöchentlichen jetzt. Also müsste ich ja bei 525 Punkten liegen. Ist das richtig? Ich glaube schon. Nicht als Sherlock oder... Na sicher, nach dem Rennen. Das sind 525 Punkte, die ich jetzt haben müsste. Ja, drei Wheelspins mal kaufen, drei Super Wheelspins, vielleicht noch einen normalen oder zwei. Mal gucken. Vielleicht bin ich was Schönes. Eigentlich habe ich das ja auch schon länger vorgehabt. Kann ich jetzt auch schon mal sagen.
Also eigentlich wollte ich mir für Folge 100 ganz viele Wheelspins ansparen und die dann auch da machen. Aber ich bin halt schlecht darin, Wheelspins mir aufzuheben und die später zu machen. Ich muss halt meistens sofort. Und so am Wochenende, da kriege ich das hin mit Sparen, das geht da eigentlich. Bei den ganzen Saisonmeisterschaften. Da gibt es ja bei Fortune Island allein 9 Wheelspins, wenn man alle macht. Das mache ich auch immer. Dann kann ich mich so, ja, bis auf so 15, 20 Wheelspins ansparen. Das kriege ich noch hin. Wenn ich mir so 50 oder so oder 100 Wheelspins aufsparen, dann alle auf einmal machen, das kann ich irgendwie nicht. Und da bin ich einfach zu dämlich für. Oder halt, ich kann sich jetzt nicht so lange aushalten. Auch wenn ich Bullshit gewinne, also ich gewinne lieber Bullshit beim Wheelspin, als im Unklaren zu sein, ey, ich könnte doch was Geiles gewinnen. Das weiß ich vorher nicht. Alles gut. Jetzt wäre hier auch der Blitzer, ne? Weil man ist mit einem LKW mit über 200 Sachen in der Stadt blitzen zu lassen. Hat die Polizei wohl noch nicht so oft gesehen. Komm ich dann irgendwie ins Jahrbuch oder so? Oder dann so die Hall of Shame von der Polizei? Oder ist doch Hall of Fame? Natürlich ist es Shame, dass man sich dass man so schnell fährt. Dass er dann so ein Blitzerfoto passiert. Aber irgendwie auch Fame, ne? Ich meine, du hast die Polizei auch nicht alle Tage. Mit so einem LKW. Da bleibe ich wesentlich in Erinnerung. Zwar nicht unbedingt ein positiver, aber ich bleibe in Erinnerung. Die. Hier, ich habe einen Wiedererkennungswert. Das ist doch was Tolles. Wenn mich sehen, bist du direkt wieder. Ach, der Spasti. Immerhin. Das hat keinen Wiedererkennungswert zu haben. Es geht sogar gut mit dem Wagen, weil halt hier nicht so viele übertrieben krasse Kurven sind. Das ist natürlich auch viel, sag mal, Vollgasanteil oder viel Schnellfahren. Ohne viele krasse Kurven. Das ist natürlich bei so einem Auto, das eigentlich Kurven nicht so gut kann und ziemlich vorteilhaft. Nein. Ja, die Reifen, ne? Ich glaube, die wollen mit mir sprechen. Also, warum die quietschen? Ich verstehe gar nicht, warum. Was haben die denn? Wollen die Reifen mir irgendwas sagen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Reifen ist doch alles super. Die freuen sich doch bestimmt. Das sind quietschen, die vor Freude. Falls denen so gut geht. Bestimmt. Ironie. KI, naja, ist noch dran, aber aktuell nicht mit Überholabsicht. Das finde ich sehr gut. Die Runde ist auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Die Rundenzeit allerdings auch. Wird wohl bei über 10 Minuten sein. Ist ja nicht sogar diese eine Blitzerzone? Damit wäre ich mal auf die Kammerzahl gespannt. Was ich so in der Zone kann. Die Geschwindigkeit. Jetzt im Vergleich zu anderen Sportwagen. Oder zu anderen krassen Autos. Wenn man zu anderen Autos auch in der A-Klasse vielleicht. Sich vergleichen mit einem Senna, das wäre natürlich Bullshit. So, oh, der Senna ist jetzt aber 50 km/h schneller in der Zone. Oh mein Gott, was für eine Überraschung. Hätte damit gerechnet. Aber so mit anderen Autos, die einen ähnlichen Leistungsindex haben. Das ist da dagegen gar nicht mal so langsam. Weil die Beschleunigung krass ist. So, 250. Ging schnell, ne? Ja, vom Kreisverkehr wieder auf 250 beschleunigen. Hat jetzt nicht so lange gedauert.
helfen auch die Reifen nichts. Die 495er hinten. Ich glaube, ein Reifen auf der Hinterachse bei diesem Auto ist breiter als zum Beispiel vier Reifen bei einem PKW. Ja, was hat denn jetzt, was ich irgendwie so ein Smart Fortwo für Reifen? Ich habe glaube ich bei mir 165er vorne und hinten. Das ist natürlich auch die, auch nicht die Welt, aber ne? Also das Smart hat doch bestimmt noch weniger. Keine Ahnung, 140er oder so? Absolut keine Ahnung. Was ein Smart für Räder hat. Irgendwelche Microcars vielleicht. Ja gut, den Peel werde ich glaube ich sicherlich schlagen. Das muss aber auch nicht so schwer sein. Ich habe bei Gold hat absolut keine Ahnung, was da eine gute Rundenzeit ist. Für irgendwelche Klassen. Weil ich hatte das Rennen, glaube ich, außerhalb von YouTube, glaube ich, sogar noch nie gefahren bin. Ich bin jetzt natürlich in Aufnahme, glaube ich, ein, zweimal gefahren. Aber sonst eigentlich gar nicht. Ich habe auch nicht wirklich den Reiz dazu. Jetzt habe ich ein Horizon 3 Interview, da bin ich wirklich auch schon öfters Goldad gefahren. Ich bin Strecke oft gefahren, dafür halt immer wenig Runden. Da ist ich irgendwie so 25 Runden Goldad gefahren oder 50 Runden, das habe ich mir jetzt nicht angetan. Ich bin dann meistens so zwischen 1 und 3 Runden gefahren. Das war gar nicht mal so viel. Aber dafür öfters. Ich weiß auch nicht warum. Ich meine, wegen Geld macht eigentlich keinen Sinn. Natürlich, klar, es gab viel Kohle. Ich glaube, in Horizon 4 gibt es auch noch relativ viel Kohle, wenn man einen Goliath fährt. Aber das Geld habe ich nie gebraucht. Ich meine, ihr wisst ja, wie meine Frau schon ungefähr in Horizon 3 ist. Dass ich auch so gut wie alle Autos habe. Oder alles im Spiel so ein bisschen erreicht habe. Das Spiel, glaube ich, zu 99,3% durch oder so. Und ja, ich habe 43 Millionen auf dem Konto. Ich habe letztens noch einen Kumpel, das heißt Kumpel, den habe ich halt neu kennengelernt. Und der hat mich gefragt, ob ich ihm halt so ein bisschen in Horizon 3 helfen kann. Deswegen habe ich ihm einfach seinen Dodge Challenger Hellcat Horizon, die Forza Edition heißt. Heißt das dann Forza? Oder? Ich glaube, das heißt Horizon Edition. Habe ich ihm da abgekauft für 7 Millionen. Und quasi das Geld geschenkt. 7 Millionen, das ist natürlich erstmal ein Haufen Kohle, weil das hat mich wirklich nicht gejuckt. Ich war immer noch 43 Millionen. Und? Das stört mich halt nicht. Das Geld brauche ich absolut nicht. So. Endsport. Zack. 12 Minuten 3,856 oder so. Ne, 12 Minuten 3,659. 12 Minuten gut, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht. GTA-Experte. Ah, mal gucken, ob der wirklich so gut in GTA ist. Besser als ich bestimmt. Ist jetzt aber auch keine Leistung. Doch GTA 5 schon seit längerer Zeit nicht mehr aktiv. Ich habe es eine Zeit lang aktiv gespielt. Sehr gerne, sehr viel. Aber halt, ich finde es nicht mehr interessant. Ist halt irgendwann auch ausgelutscht. Das Spiel ist auch nicht so wenig gespielt, GTA 5. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon Horizon 4 mehr gespielt als GTA 5. Auf der One. Ich meine, ich habe so ein GTA 5. Boah, habe ich jetzt schon mehr Stunden? Müsste so ein GTA 5, glaube ich, so 440, 450 Stunden haben auf der One. Ich hatte 360, habe ich nur den Singleplayer immer durchgespielt, vielleicht auch nochmal so 70 Stunden. Und Horizon 4, warte mal, wir machen es ganz einfach, das kann man ja nachgucken. Ich mache jetzt mal live hier, ne? Das ist übrigens mein Profil, wer es nicht kennt. So. Und ich mache meinen schlauen Taschenrechner raus. AKA Handy. Ja. Wenn man sieht, alle Erfolge, alle Gamerscore, noch. Vielleicht wird es noch bald Erfolge geben, aber erstmal habe ich alle. 21 mal 24 plus 22. Oh. 526 Stunden. Muss los. Okay, habe ich.
Habe ich echt schon über 500 Stunden? Ich dachte, ich habe erst über 400. Oh ja, egal. Kann man schon mal vergessen. So, können wir den Forzaton. Abgeschlossen, yes. Achso, gibt ja 20 dafür, stimmt. Und nicht nur 10. Für die täglichen, stimmt. Also sonst war meine Rechnung halbwegs richtig. Ich habe 545 Punkte. Ah komm. Mal ein bisschen ausgeben. So, es gibt jetzt den Gymkhana 10 Focus X. Habe ich schon. Und was Hässliches. Was Hässliches und nie gespielt. Killer Instinct. Das Sotter Quest kann ich nicht sagen. Ich habe es nie gespielt. Mir sagt das Spiel was. Das ist halt dieses Kampfspiel. Hab auch schon mal gehört. Aber es ist nicht mein Genre und nie gespielt. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Man kann natürlich gerne mal über Spiele reden, aber halt natürlich ist es am besten, wenn man die Spiele selber gespielt hat. Um seine Meinung dazu zu äußern. Ich kann halt viel über Forza theoretisch sagen oder über halt Spiele, über Witcher natürlich auch. Aha. Was ich ja sehr doll geliebt habe und immer noch liebe natürlich. Witcher 3, best game aktuell. Will ich hoffentlich dieses Jahr nochmal durchspielen. Zum 5. Mal. Ja, nicht alle guten Dinge sind 3, alle guten Dinge sind 5. Bam. Und nochmal ein Stinger geworden. Werde ich ja kaufen. Aber Stinger ist ein cooles Auto. Echt cool. Auch für den Preis natürlich. Ist immer noch ein Haufen Geld, was so ein Ding kostet. Aber was man dafür bekommt für den Preis, ist schon ziemlich geil. Der F12 ist auch ziemlich geil. Allerdings ein bisschen wenig Kohle. Okay, natürlich wäre der Stratos geil gewesen. Hätte ich auch verkaufen können. Den habe ich zwar schon zweimal, aber gut, halt verkaufen, ne? Oder 400.000, auch nicht schlecht. Aber einen Versuch habe ich noch. Vielleicht ein legendäres Item zu ergattern. Natürlich am besten Geld! Glaub nicht, dann natürlich den Azteken. Was ist denn ein Parka? Oder Parka? Keine Ahnung, wie der heißt. Ich kriege mit Klamotten nicht so wirklich aus. Aber naja. Das war der Forzaton mit dem Iron. Von dem Goliath, mit dem Ironite. Ich hätte nie gedacht, dass ich Goliath mit diesem Auto jemals fahren werde. Aber. Ich habe es überlebt, bin Erster geworden. Ich habe es mir sogar ein bisschen schlimmer vorgestellt. Dafür, dass man diesen Wagen, wenn man ihn so sieht, fährt er sich erstaunlich gut und ist halt erstaunlich schnell. Das schafft er mit 300 Klamotten. Sieht man ihm, glaube ich, nicht so wirklich an. Dass das Ding fast so schnell ist wie ein aktueller Porsche Carrera S. Hat er vielleicht ein bisschen mehr Leistung als der Porsche, ein bisschen mehr Drehmoment, aber gut. Aber halt auch Aerodynamik, ne? Ein Porsche ist halt flach und das Ding, ja, hoch aus. So, ich laufe wieder viel zu lang. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Morgen müsste wieder Let's Play kommen. Morgen ist ja Samstag. Morgen Let's Play wahrscheinlich. Und Sonntag eigentlich auch. Montag muss ich gucken. Also Wochenende wollte ich auch wieder Teamabenteuer aufnehmen. Hoffentlich ein paar coole Folgen. Und dann bald Folge 100 werde ich auch am Wochenende aufnehmen. Also hoffentlich alles ganz cool. Habt noch einen schönen Tag. Also bis dann und tschüss.